Im heutigen Video möchte ich ein bisschen eine Hilfestellung für all jene geben, die sich gerade mit Ohrreflexpunkten auseinandersetzen, und erkläre hier ein bisschen, wie der Homunculus ins Ohr kommt, damit man sich die Reflexzonen viel leichter herleiten kann. Was ist jetzt ein Homunculus? Ein Homunculus ist eine verkleinerte Abbildung des Menschen auf einer anderen Körperoberfläche, zum Beispiel im Bereich des Gehirnes für die motorische Hirnrinde oder zum Beispiel bei den Handreflexzonen, Fußreflexzonen oder eben hier im Ohr. Der Homunculus im Ohr ist ein umgedrehter Embryo. Wenn wir dieses Prinzip verstanden haben, können wir uns fast alle Zonen herleiten. Und somit merken wir uns, unten beim Ohrläppchen ist der Kopfbereich, hier in diesem Bereich findet sich die Wirbelsäule. Da heroben ergibt sich aus der Logik, dass wir die untere Extremität finden. Eine ganz wichtige Orientierungshilfe bietet uns die Helixwurzel Crus helicis. Diese Struktur stellt sowohl den Nabel als auch das Zwerchfell bei unserem Embryo dar. In Bezug auf die Reflexologie würde dieser Bereich auch dem Solarplexus entsprechen. Die Frage, warum ist diese Erkenntnis so wichtig? Das ist ganz einfach. Wenn wir uns vorstellen, dass hier das Zwerchfell liegt, dann müssen natürlich notgedrungen alle Thoraxorgane, die über dem Zwerchfell liegen, in diesem Fall beim Ohr unten liegen, also hier konkret im Cavum Conche Inferius, und somit alle abdominellen Organe, alle Bauchhöhlenorgane oberhalb des gedachten Zwerchfelles, also hier in der Zymba bzw. im Cavum Conche Superius. Das heißt, was wissen wir jetzt schon? Hier im Bereich des Ohrläppchens werden wir Reflexzonen für den Kopfbereich finden. Wir wissen inzwischen, dass hier auf der Anthelix die Wirbelsäule gelegen ist. Wir wissen, dass hier im Cavum Conche Inferius die thorakalen Organe liegen, also zum Beispiel Lunge und Herz. Und hier, rund um das Zwerchfell, werden wir die Organe des Verdauungstraktes suchen. Und damit wir auch gleich schon ein bisschen etwas arbeiten können, lernen wir auch gleich drei konkrete Punkte dazu, die sich sehr leicht merken lassen. Im Bereich des Kopfes, im Lobulus, finden wir den Punkt Auge. Den kennen wir alle, das ist der klassische Punkt, wo Ohrringe getragen werden. In der Medizin des Altertums wurden Ohrringe tatsächlich zur Verbesserung der Sehkraft eingesetzt. Zum Beispiel trugen Seefahrer in früheren Zeiten goldene Ohrringe, da hierdurch der Augenpunkt immer wieder stimuliert wurde und es zu einer besseren Nachtsicht gekommen ist. Ein weiterer wichtiger Punkt in der Ohrreflextherapie ist der sogenannte Nullpunkt nach Nogier. In der chinesischen Auffassung wird das Ohr waagrecht durch genau diesen Punkt, das ist der Punkt 82 in der traditionellen Akupunktur, in einen oberen und unteren Anteil aufgeteilt, wobei alles oberhalb der Linie Yin-Anteil, alles unterhalb Yang-Anteil ist. Der Nullpunkt entspricht dem Zentrum des Ohres oder auch dem Zwerchfell. Der Nullpunkt heißt deswegen Nullpunkt, da es elektrische Geräte gibt, mit denen man den Hautwiderstand am Ohr messen kann, und diese Hilfsgeräte wurden am Nullpunkt geeicht. Und der dritte Punkt, den ich euch heute beibringen möchte, ist der Allergiepunkt. Der liegt an der höchsten Spitze des Ohres, aber bitte aufpassen auf der Innenseite der Helixkrempe. Wir schauen uns jetzt an, wie man den Allergiepunkt am einfachsten lokalisiert. Dazu knicken wir das Ohr nach vorne und oben an der höchsten Stelle bildet sich eine Falte. Genau hier finden wir den Allergiepunkt. Bitte daran denken, dass der Punkt auf der Innenseite der Helixkrempe liegt. Das heißt, wir würden in die Falte von unten kommen, zum Beispiel mit dem Finger oder dem APM-Stäbchen hineinfahren, um ihn zu stimulieren. Wir können auch hier ein Ohrkügelchen anbringen. Wann geben wir diesen Punkt? Bei allen allergischen Indikationen, zum Beispiel bei Heuschnupfen. Und die Wirkung ist eine klassische Antihistaminwirkung. Ich hoffe, ich konnte euch heute beim Orientieren am Ohr ein bisschen weiterhelfen. Und es wird sicher noch einige Videos aus dieser Serie geben, wo ich noch einige spannende Ohrreflexpunkte erklären werde.